Daher komme ich in das Jagdgebiet vom Jaguar. Ich will aber nochmal die Kondorfedern holen. Das bedeutet, da muss ich zurück. Wundert mich, warum habe ich die denn eben nicht gesehen? What the fuck? Wunderschöne und seltene Fähigkeiten, ja, so seltene Outfits mit speziellen Fähigkeiten. Hier, super. Habe ich jetzt den Kondor umsonst geklatscht. Haha, der Typ wird sauer sein. Alles klar, dann wollen wir mal zurück hier. In das Jagdgebiet von diesem komischen Jaguar. Sind schon schöne Tiere. What? So, ihr geht mir gerade auf den Sack, ihr Gubbelgubbels. Hat natürlich nichts gebracht. Aber hier gibt es noch eine Feder. Noch eine Fahne. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Aha. Verziertes Kruzifix, ein Inka... Was? Kruzifix mit Inka? Diese Darstellung des Todes Christi offenbar ein wenig zu schmucklos. Es ist verblüffend, wie sich der Glaube grundverschiedener Kulturen im Laufe der Zeit miteinander verflechten kann. What? Ah, du cool, du gehst mir gerade ein bisschen auf den Sack. Danke. So, dann nach rechts. Da ist das Jaguar-Gebiet. Ist die Frage, will ich da rein? Eigentlich ja. Da oben ist was. Die Frage ist, was ist da oben? Dieses in Leder gebundene Gebetsbuch scheint aus dem späten 16. Jahrhundert zu stammen. Es ist bemerkenswert gut erhalten. Tja, ist auch super, Lara. Warte mal. Könnte ich vielleicht das hier hin machen? Monolith habe ich entdeckt. Das ist das schön. Schreibt etwas in der Nähe. Ich schwimme mit einer Schildkröte, gesehen nur von jenen, die die Furcht fallen lassen. Na, no, im Wasser. Na gut. Geradeaus und dann rechts. Das bedeutet hier irgendwo. Nee, da war schon richtig. Okay. Wie neues Basislager entdeckt. Ja, wie geil ist das denn? Ich habe aber nur zwei Fähigkeitspunkte. Nach einem lautlos Kill widerstehen sie kurz. Ja, das nehme ich. Will ich da hoch eigentlich schon? Ja.
Oder? Ja. Oh Mann. So, wollen wir mal zur Runde hier. Super. Das ist wunderbar. Schön. Nur jene, die Mut haben, sich fallen zu lassen. Lass mich raten, da unten... Ja. Nein, falsch. Na gut. Der kann eigentlich weg. Ich schwimme mit einer Schildkröte. Gesehen nur von denjenigen, die die Furcht fallen lassen. Und Herausforderungskrabbe, das war so klar. Ist bestimmt da hier hinten durch. Ich schwimme mit einer Schildkröte. Schildkröte. Nur jene, die Furcht fallen lassen. Vielleicht hier? Willkommen zurück. Ich schwimme mit einer Schildkröte, aber nur jene, die die Furcht fallen lassen. Die Verzierungen dieses Anhängers entsprechen der Inka-Tradition. Allerdings zeigt das Bild eindeutig einen Aztekenkrieger. Das dürfte eigentlich nicht möglich sein. Ach, die haben einfach nur die Hino in ihrem Festtagsgewand aufgezeichnet, das war's. Hunderte haben sich von ihrem heidnischen Glauben losgesagt und den Lehren des Katholizismus zugewandt. Die Leute müssen zuerst die Sprache lernen, bevor wir sie in den Lehren unterweisen können. Außerdem sind die meisten von ihnen nicht wirklich aufgeschlossen, sondern wollen nur deshalb zum wahren Gott konvertieren, weil sie mögliche Konsequenzen fürchten. Aber das ist unwichtig. Alle Wege führen in Gottes Licht. Meine Überzeugung, dass wir diese armen, verlorenen Seelen retten werden, lässt mich ruhig schlafen. Auszug aus dem Tagebuch von Beltran, Ordinis Predicatorum. Okay, trotzdem muss ich diesen scheiß Monolithenschatz finden. Ich schwimme mit einer Schildkröte. Gesehen nur von jenen, die die Furcht fallen lassen. Es bleibt irgendwo im Wasser. Aber wo ist denn hier eine Schildkröte? Wo ist denn eine Schildkröte? War das das? Ja! Coole Sachen. Hallo Fische. So, die Frage ist, hier gibt es ein Herausforderungsgrab. Da drin war ich. Okay. Hier gibt es nicht viel, aber hier gibt es ein Herausforderungsgrab. Okay, wollen wir das mal machen.
Pyjama, okay. Was haben wir denn hier für ein Grab? Ich will nur mal kurz Pipi machen. Und dann bin ich gleich wieder da. Und noch was trinken. Ist natürlich kontraproduktiv. Bis in der Minute. Ihr Süßen, lasst mich euch begrüßen. Da bin ich wieder da. So, was haben wir hier? Nee, ich falle da schon nicht rein. Ich wollte mich gerade so noch an der Kette festhalten. So, wum, bum, 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 bum. Okay, war schon richtig. Was haben wir denn hier? Letzte Worte. Die letzten Worte eines Sterbenden. Ich hatte nicht mit Fallen gerechnet. Ein Speer hat meinen Bauch durchbohrt. Jeder Atemzug schmerzt. Betet für mich. Oha. Oh Gott, was riecht denn da so? Das, Entschuldigung, Lara, das war ich. Laufe ich wirklich hier rein? Ah, okay. Also die Lara scheint doch zu riechen, wenn ich pupse. Naja. Och nee. Diese scheiß Moräne. Moräne sind stark und dabei, die im Felsen leben. Sie können gefährlich sein, wenn man sie stört.
Okay, bin ich überhaupt richtig? Muss ich hier hoch? What? Okay. Vielleicht ein Unterwasserweg. Ja, kriegen wir hin, Lara. Solange uns hier keiner stört, kann ich mich in Ruhe umgucken. Ja, schlimm, ne? Dieser Maya-Gott ist dunkelbraun, beinahe schwarz, mit schwarz umrandeten Augen und Gesichtszügen, die an ihren äußeren Rändern zu schmelzen scheinen. Das kann nur Ektuai sein. Er ist der Schutzgott der Kakaobohne, was auch seine Farbe erklärt. Da die alten Mesoamerikaner die Bohne auch als Zahlungsmittel nutzten, wurde Ektuai auch als Gott der Kaufleute und des Handels verehrt. Interessanterweise wurde er bei seiner ersten Erwähnung in den Überlieferungen noch als Gott des Konflikts dargestellt. Mhm. Na, mal das schon mal. Ich muss den Raum trockenlegen. Den Raum trockenlegen. Da oben ist was. Soll das einer der enthaupteten Götter der Unterwelt sein? Nicht lecker, nicht gut. Lass mich raten, hier runter. Es war so klar! Oh, okay. Och nee, nicht Piranhas. Könnt sagen, was ihr wollt, aber ich mag die nicht. Piranhas, halten sie Abstand. Ich weiß, dass ich vor Piranhas Abstand halten muss. Ich habe nur keinen Bock auf die. Ihr habt sie doch eingeprogrammiert, die Lümmel. Hallo, nach oben erstmal Luft holen. Moment. Muss das jetzt so laut sein? Da kriegt man ja richtig Gänsehaut. Aber eher gedacht, irgendein Raubtier oder so hat man entdeckt. Aber scheinbar nicht. Neues Basislager entdeckt, neues Zeug entdeckt. Wunderbar. Loot. Stuff. Sekunde, ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Ja, habe ich mich vertippt. Das habe ich jetzt nicht mit eingerechnet. Ich aktualisiere mal. Mal gucken, ob das jetzt hinhaut. Kannst du mal sehen, wie aufgeregt ich bin, dass ich mir darum keine Gedanken mehr gemacht habe. Ist natürlich nicht ganz so geil. Müsste jetzt aber richtig sein. Gut, ich kann also auch die Shadowplay Streams mit meinem Pad bearbeiten. Geil! Aber ich weiß. Ja, ich weiß, dass du darauf musst. Och nee! Da sehe ich doch schon hier wieder ganz viele. Durch den Wasserfall bin ich tot. Ich muss darauf.
Die Piranhas fressen die Leichen auf. Ziehen hält das Tor nicht offen. Ich muss darauf. Ach! Es ist doch so unglaublich. Oh. Ich muss darauf. Gut, hat trotzdem noch funktioniert. Piranhas fressen die Leiche auf. Okay. Ich muss darauf. Es war klar, dass es so tief tauchen muss. Arschkekse. Lara, ich weiß, dass du da rauf musst. Es bringt nur nichts, wenn du mir das tausendmal sagst. Ich muss den Wasserstand senken. Das weiß ich. Gut, Dokument. Ich bin Trujillo Serrano und das sind vermutlich die letzten Worte, die ich schreibe. Andres Lopez, oder Angel de la Cruz, wie er sich seit einigen Jahren nennt, hat endgültig den Verstand verloren. Seine Anforderungen sind gestiegen und wurden immer mörderischer und grotesker, während wir seine Krypta errichten. Der Bau ist beinahe abgeschlossen. Ich weiß, ich werde sterben, wenn unser Werk vollbracht ist. Das hat mir Lopez in einem seiner wenigen klaren Momente selbst gesagt. Diese verfluchte Kiste. Möge sie dafür verdammt sein, was sie dem Mann angetan hat, den ich traurigerweise bis heute bewundere. Tja, blöd gelaufen. Ich muss aber noch mal kurz meine Akkus in mein Ladegerät stecken. So. Let's go. Hey, Backflip. Grüß dich. So, ich muss den Wasserstand senken. Wandgemälde. Wenn Stürme wüten und Flüsse anschwellen, lenkt die Wasser, um den Durst der Götter zu stillen, die sich über und unter euch plagen. Jo. So, wird das Teil. Den Wasserstand heben oder senken? Bleibt das jetzt so? Muss ich das jetzt zurücksenden? Eigentlich schon. Aber... ich bin hier noch nicht fertig. Nein! Och Mann, ich Idiot. Habe ich sie jetzt verkackt? Nee, habe ich noch nicht. Okay. Ich wollte erst das Dokument, das Dingsbums holen. Aber scheinbar ist es egal. So, wenn ich das Ding jetzt rumdrehe, müsste das Tor da unten aufgemacht werden.
Das Seil hält den Zug nicht stand. Ich glaube, das muss ich nur ganz kurz machen. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Okay, ich verstehe. Okay, das Seil hält den Zug nicht stand. Das bedeutet, ich muss das festhalten, rumdrehen, dann geht das hoch und dann ganz schnell wieder umändern. Da, jetzt bleibt es offen. Super, und runter. Wunderbar. Kann ich da auch so durch? So, ich muss halt nur gucken, wie ich da hinkomme. Ohne dass mich die Piranhas fressen. Super. So, trotzdem gibt es hier noch ein Geheimnis. Piranhas fressen die Leichen. Da ist noch eine Moräne. Muss aber nichts heißen. Halt einfach ein bisschen Abstand und guck, ob das klappt, aber sieht für mich so aus. So, Lara, mach mal schnell hin. Jetzt geht hier noch die Luft aus, Schätzchen. Das scheint eine Art primitive Skulptur eines Menschen zu sein. Obwohl, die hat ja den Atem des Kaimans. Wunderbar. Alux, Plural Aluxub, ist so etwas wie die Maya-Version eines Gnoms oder Kobolds. Aluxub reichen einem Erwachsenen ungefähr bis zum Knie, tragen traditionelle Maya-Kleidung und werden erschaffen, wann immer ein Bauer auf seinem Grundstück ein kleines Haus für sie baut. Anschließend verhelfen sie ihm dann 7 Jahre lang zu einer erfolgreichen Ernte, indem sie für Regen sorgen und Raubtiere fernhalten. Sie sind normalerweise unsichtbar und lieben es, trotz ihres positiven Einflusses auf das Land, den Menschen Streiche zu spielen oder sie zu erschrecken. Man sollte einen Alux niemals bei seinem Namen nennen, da er dadurch aus seinem Haus gerufen wird, worauf er ausgesprochen ungehalten reagiert. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss, dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?